um und ich bin hier gerade den Baumschuppen wegkloppen. Okay. Hey Bo, guten Abend. Du magst es doch groß. Lol, da ist jemand. Ach, das ist Christian. Ist alles okay bei dir? Ah, da ist jemand. Oh mein Gott. Ein paar weiße Mäuse. Aber sonst. Christian, da ist noch die Sichel in der Tasche? Nee. Okay. Die Sichel habe ich nicht in der Tasche. Die Sense meine ich. Ah? Magst du nicht so ein bisschen was von dem gelben Zeug wegmachen? Aus gelbes Zeugs. Hier die ganzen gelben Gedönspflanzen. Gedönspflanzen? Wo? Na hier so überall so ein bisschen. Gelbe Zeug. Ist ja schon wieder Musik. Ich krieg das mit der Sichel zwar auch weg, aber es dauert halt ewig lange. Du meinst, die Sense wäre schnell? Ja. Sag mal nein. Die kriegt ein größeres Gebiet weg. Wer eskaliert denn da? Wir eskalieren alle! Guck mal, da schwebt Holz in der Luft. Mit dem Setzling. Was? Oder ist das nur bei mir? Hä? Ich sehe da nichts. Hä? Doch, vorhin kurz habe ich das gehabt, aber... Ja, du kriegst mit deiner Sense viel mehr weg, als ich mit meiner kleinen Sichel. Ja, aber du brauchst auch eine sinnvolle Beschäftigung. Gib mir doch die Sense. Hast du hier die schönen gelben Blumen? Die stören ein bisschen, man sieht nicht. Willst du denn sehen? Setzlinge zum Beispiel. Dann zu regnen. Es kann nicht wahr sein. Diese Scheiße fuckt mich jetzt schon ab. Ich finde dieses Holz nicht mehr. Dann mach neu. Dann reiß die zwei ab, die du hast, und mach die zwei neu. Die zwei? Nee. Nee. Du hast aber zwei oder vier Stück da oben hingesetzt, oder nicht? Aha, guck mal, die ganze Außenfassade. Okay. Oder waren das Holzplanken? Auf einem PvE-Server gegangen, damit wir uns das mal in Ruhe angucken können, das Spiel. Ich glaube, das sind Holzplanken, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit im falschen Menü unterdings gewesen. Lol, das wär's jetzt. Ja. Der Rumi hat leicht am Verzweifeln. Jetzt muss ich ja nur noch die Holzplanken durchprobieren. Ist ja kein Problem. Sind ja nur noch, keine Ahnung, 15 Stück. So, das war es schon mal nicht. Was haben wir denn noch so an dunklen? Dann nehme ich mal das allerletzte hier. Ich habe mal den grünen Zweig aus dem Schmelzofen entfernt. Den Baumwollzweig. Sicher bist du reingekommen? Und ja. Die Sense glaube ich ja nicht dran. Ja, mit der Sicher ist das kein Problem. Alles gut, Robert? Alles gut? Ich kack gleich die Dachrinne runter, ohne Witz! Echt? wo? Wann? Ich möchte das gerne sehen. Obwohl, eigentlich nicht. Möge eine Gottheit deiner Wald dich sehen. Ich bin mal bei Schlafanzug. Alles klar, Enrico. Danke nochmal. Schön, dass du da warst. Danke für deine Donation. Und dann schlaf gut, träum was Feines und komm gut in die neue Woche. Maritio, schwingende Hut. Minecraft werden wir weitermachen. Aber ich hatte heute Lust, mal was anderes auszuprobieren. Und da dachte ich doch mal, könnte man ja mal machen. Dann gab es da keine Abstürze, oder gibt es auch keine Abstürze. Nur Verbindungsverlierungen.
Und ich hatte jetzt Rising World oder habe schon Rising World eine Weile. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das geschenkt hat, aber von irgendjemandem habe ich es bekommen. Und habe so vor ein paar Tagen meine Steam-Bibliothek durchgeblättert und mal geguckt, was es noch für Spiele gibt, die man mal zwischendurch zocken kann. Ja, aber schon ewig. Schon ewig lang, aber, so, aber nur einmal damals ausprobiert. Schon ewig her. Und von daher dachte ich, wäre heute eigentlich gar nicht mal so schlecht. Einfach aus Lust und Laune heraus. Bei Minecraft werde ich auf jeden Fall weitermachen. Es sei denn, die Abstürze sind nachher so schlimm, dass ich echt ja. alle paar Minuten rausfliege. Ich glaube, dann werde ich irgendwann nein! Sein. Nein, das kann nicht sein! Java-Version mal überdenken müssen. Bin ich mittlerweile, ja. weil ich das hier sehe, fest von überzeugt. Ja. Aber da müsste ich doch hier auch die Abstürze dann haben. Ich hab die ja auch nicht immer auf dem Minecraft-Server. Es gibt auch Tage, da ist nichts. Ich denke, eine ältere Version läuft wahrscheinlich stabiler. Ja, wer weiß das schon. Wird schwierig mit Java. bitte Video uploaden von Dachrinnenkackerei. Alles klar. Hier in Köln nennen wir den Gallendrisser. Chris hat mir Rising World geschenkt. Ja, läuft. Hätte ich dir aber auch nicht mehr sagen können. Und Scheiß hier. Hast du mal immer mal auf der Wunschliste gehabt dann? Ja, ja, das ist auch richtig. Hatte ich ja auch drauf, ja. Max, also meinst du mich mit Nachrichten oder? Weil wenn ja, ist bei mir nichts angekommen. Obwohl ich nicht weiß, wo du geschrieben hast. Von daher kann ich dazu auch nichts sagen. Ich meinte hier im Chat. Das wäre auch möglich, aber da ist auch nichts angekommen. Das müsste es sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Max, dann habe ich nichts gekriegt. Ist es das? Ja. Nein. Au. Ich bin runtergefallen. Ja, nein. Au. Schön. Hier im Chat, aber WLAN war kurz weg. Okay, nee, dann ist definitiv nichts angekommen, Max. Gangnam-Style. Komm schon, Charakter, du schaffst es. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich wieder kein Holz. Was? Meine Fresse, ich habe gerade 50.000 Bäume gefällt. Okay, ich habe auch 50.000 Dachziegel ausprobiert. Dann weißt du ja Bescheid. Dann wollen wir mal Bäume klatschen gehen, damit das Dach nachher super aussieht. Es geht nur über Family Sharing, ne, Maxchen?
3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Und hast du sie dann am Rücken, fängt er an, sich dann zu bücken. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ehrlich. Kartoffel, Kartoffel. Ich liebe voll Kartoffel. Aber hier wohl 2-3 fertige Eisenbahn? Ja, da müssen wir eine Kiste sein. Kurz. Vierte Seite. Ich hatte die bloß gerade. Ach so, das klar. Brauchte die gerade. Einzelne rausnehmen geht gar nicht. Ich glaube nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Okay, makes sense. Schwitzen. 150 Pfunde Dachschrägen. Da wollen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen. Hey. Ah. Ach, guck mal. Nice. Jetzt haben wir 2 Lieder. Wie Leder? Ich hab grad mal Leder gemacht. Wortspiel. Wie Leder? Ja. Du kannst doch hier draußen auf der an der Gerberei Fell hinhängen. Mhm. So. Und was zieh ich denn das so? Dann nimmst du dir das Messer. Ich hab mal eben eins gemacht. Und wenn du davor stehst, neigt dir das Messer so komisch und dann drückst du linke Taste und hältst gedrückt. Und dann gerbt dir das Fell. Kriegst du Leder raus. Okay. So. Jetzt müssen wir nach und nach da oben die Steinecken nachziehen. Da kann ich das Dach weiterbauen. Ja, gab's ja richtig was. Ja, Maxchen tut es auch. Ich habe vom Family Share keine Ahnung, Maxchen. Bei mir klappt das nicht. Ich denke mal, dass Unity vom Router, D-Link vom Router ja da eine Sperre reingebaut hat. Mit Family Share. Bei mir funktioniert das nicht. Nee, scheiße. Ich werde die Steinblöcke jetzt nicht machen. Ich will nämlich jetzt gerade das Holz nicht wieder verlieren. Also, welche Sorte ja, das ist. Ja, würde ich auch nicht machen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich jetzt Steinblöcke craften würde. Ist dann auch weg ist aus der Werkbank. Normalerweise nicht. Jeder hat sein eigenes Inventar, glaube ich. Was? Weg auf. Was? Weg? Was? Ja, wenn ich jetzt hier die Steinblöcke herstellen würde, die ich brauche, um hier eine Etage weiterzumachen, dann hätte ich wieder die Holzsorte weg aus dieser Crafting Bench, ne, die ich brauche für. Welche Steinblöcke brauchst du denn? Hier, die normalen. Hab ich ein paar in der Tasche. Aber ich finde die Eisenbarren da unten nicht mehr. Ich weiß, ich hab da irgendwie. Seite. Ja, da habe ich halt mit Shift draufgeklickt, um aus, ob man einzeln nehmen kann. Und jetzt finde ich sie nicht mehr. Ich glaube, sie sind weggeplöppt. Nee, die müssen eigentlich bei dir im Inventar sein. Es kann sein, dass die gerade unsichtbar sind. Das habe ich nämlich auch gehabt. Nein, es ist halt mal wieder Deconnect.
Da werden die wohl unsichtbar sein. Na super. Also, wenn man Neko braucht, antwortet er nicht.